Also ich kann mich noch an den Tag erinnern, wo ich die erste Entgiftung gemacht habe, weil das war so schlimm. Ich hätte am liebsten das mit den Fingernägeln den Kitt aus dem Fensterrahmen gekratzt, damit ich aus dem Raum rauskomme. Und du hättest dir gewünscht, dass das Kokain ist. Gib's zu. Genau. Denn viele haben in den Ecken gekratzt. Moin und willkommen zu Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Mein Name ist Vera Fester und ich darf an dieser Stelle regelmäßig mit Menschen sprechen, die in irgendeiner Form mit Psychiatrie zu tun haben. Heute ist das Christel Lüdecke, ärztliche Direktorin der Asklepios Psychiatrie Niedersachsen und Chefärztin im Bereich der Abhängigkeitserkrankungen. Und genau um die geht es heute auch. Wir sprechen vor allem über illegale Drogen und was sie mit einem machen. So viel sei verraten, nichts Gutes. Das erzählt uns auch ihr Patient, Uwe Frei, Anfang 60, und genau so viele Entzüge hat er auch schon hinter sich. Wie er zu Koks und Co. kam und warum es eigentlich ein Wunder ist, dass er heute noch lebt, erzählt er jetzt. Ich starte immer gerne mit der Frage, was heißt gestört? Was heißt denn gestört? Was sind psychische Störungen? Ja, das frage ich mich auch jeden Tag. Denn eigentlich hat ja jeder, wenn man so überlegt, einige Dinge, mit denen man gut zurechtkommt, andere, mit denen man nicht so gut zurechtkommt. Und es gibt natürlich auch, wir sind hier ja in einem Fachkrankenhaus für Psychiatrie, der Vollversorgung, auch Diagnosen und Erkrankungen, die eben nicht jeder hat, wie zum Beispiel Schizophrenien oder schwere Depressionen, die dann auch ganz besonderer Behandlung bedürfen. Aber auch da, diese Menschen haben eben Phasen, in denen es eben ihnen allen gut geht. Und es geht einfach darum, für uns alle, für die, die arbeiten, für die, die behandelt werden, ein möglichst gutes Leben zu schaffen. Okay. Jetzt habe ich auf der Asklepios-Website gesehen, dass Sie schon 1994 beteiligt waren am Aufbau eines Funktionsbereichs für Suchterkrankungen. Das ist jetzt sehr lange her. Sie beschäftigen sich schon seit Jahrzehnten mit dieser Thematik. Warum Suchterkrankungen? Das ist eine gute Frage auch, denn damals war ich Assistenzärztin und es sollte hier im Land Niedersachsen, sollte jede psychiatrische Klinik eine Drogenentzugsstation eröffnen, und zwar, weil die Drogenkranken gestorben sind, weil es keine gute Möglichkeit gab, sie in psychiatrischen Krankenhäusern zu behandeln. Die haben die Behandlung abgebrochen. Es gab HIV immer mehr. Die Allgemeinbevölkerung hatte Angst, weil eben gerade auch bei Drogenerkrankten die Zahl an HIV-Erkrankungen besonders hoch war, sich auch anzustecken. Also das heißt, die Allgemeinbevölkerung war dann auch langsam alarmiert. Und so kam ich dazu, eine Station mit dem sogenannten niedrigschwelligen Drogenentzug zu eröffnen. Und das war dann die Herausforderung. Und so habe ich die Menschen mit Suchterkrankungen, mit schweren Suchterkrankungen, da geht es ja um Menschen mit Opiaterkrankungen, kennengelernt. Und die Arbeit fand ich ab da einfach eine gute, erfüllende Arbeit und bin dabei geblieben und habe immer mehr gelernt über Suchterkrankungen, über welche psychischen Störungen zu Suchterkrankungen gehören, und habe auch dafür dann versucht, es so zu differenzieren, dass wir möglichst vielen Menschen möglichst gut helfen können. Und einer von diesen vielen Menschen, denen Sie helfen, ist heute auch bei uns, Herr Frei. Moin. Moin. Sie kennen sich schon, ich glaube, seit 30 Jahren. Sie sind Patient von Frau Lüdecke. Ja. Wie sind Sie Patient geworden? Wollen Sie mal vorne anfangen zu erzählen, was Sie mit der Sucht zu tun haben? Ich bin als kleiner Junge adoptiert worden in eine Familie, die sehr, sehr, sehr sozial gut auch gestellt war. Und bin dort aufgewachsen, habe eine sehr schöne Kindheit gehabt und meine Eltern haben sich sehr liebevoll um mich gekümmert. Und ich habe dann meine Schule gut gemacht, bin dann zur Bundeswehr gekommen nach der Schule und habe bei der Bundeswehr angefangen, Drogen zu nehmen. Und so ist das halt entstanden, dass ich... Weil es die Gelegenheit gab. Weil es die Gelegenheit gab, genau. Ich war dort in Holland stationiert, war Sportler, hatte mit Drogen überhaupt nichts zu tun vorher
und bin dort einfach, ja, als Mitläufer sozusagen, einfach an Cannabis gekommen. Und es hat mir ganz gut gefallen beim ersten Mal. Und so habe ich dann angefangen, ab und zu mal Cannabis zu rauchen, während der Dienstzeit auch immer. Ne? Und das hat sich dann schnell gesteigert und wurde dann auch, ja, kam dann schon Kokain dazu und dann kam auch Heroin dazu. Und nach kürzester Zeit, also ich will mal einen Zeitraum nennen, 1980 bis 1986, bis ich dann die erste Entgiftung machen musste. Sagen Sie einmal, Cannabis ist das eine, Kokain, Heroin das andere. Da kommt man dann irgendwie so ran, kickt das eine nicht mehr genug und man sucht, oder ist auch dann wieder Gelegenheit gegeben? Wie läuft das ab? Naja, das war in den Jahren, war das so, dass man, naja, man ist miteinander, man hat miteinander gearbeitet, man hat miteinander Freizeit verbracht, ne, bei der Bundeswehr. Und wir waren dort, ja, ich war damals, glaube ich, 3 Monate, 4 Monate am Stück immer im Dienst und mit den Leuten halt immer zusammen. Und da waren halt Leute, die waren sehr interessant und haben halt immer zusammen geraucht. Ne? Mhm. Und dann geht man auch in die Disco zusammen. Und so ist das halt passiert, dass man auch eben schnell auch an harte Drogen kam. Mhm. Ne? Und das dann auch ausprobiert hat. Und dann dachte man, naja, was haben die denn alle? Man wird ja nicht abhängig gleich beim ersten Mal. Und dann war das aber schon so. Ne? Erinnern Sie sich an genau den Zeitpunkt? Wann haben Sie gemerkt, oha, jetzt da bin ich in was reingerutscht, wo ich nicht mehr rauskomme oder nicht mehr so leicht rauskomme? Stichwort Als Abhängigkeit. Als ich die erste Entgiftung gemacht habe. Die erste Entgiftung 1986 war hier im Haus. Mhm. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, das ist ja gar nicht so einfach, damit aufzuhören. Ne? Weil es gab damals auch überhaupt gar keine Substitution oder medikamentöse Auffang. War nur Remedazin, soweit ich informiert bin, gab es damals. Also so ein Hustenmittel, was eben mit Codein war. Mhm. Und das hat man gegeben, aber auch nicht überall und schon gar nicht hier. Und das fing halt also an, das tat dann schon richtig weh. Ne? Also als wir das erste Mal ein Gespräch geführt haben in der Psychiatrie, habe ich auch gedacht, spinnen die alle hier? Ne? Mhm. Aber das ist dann tatsächlich alles so gekommen, wie Christel mir das schon ganz früh prophezeit hat. Ne? Also. Wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen, wie das dann losging. Mhm. Sie sagten jetzt gerade schon, Christel, Sie sind beim Du, ne? Ja, wir haben das als es damals losging, da war das eben gang und gäbe, dass man sich geduzt hat. Heute ist das wohl alles nicht mehr so. Deswegen, also, ich kann aber auch Frau Lüdicke sagen. Nein, alles gut. Machen Sie ruhig so. Aber das war damals üblich. Ne? Ja, das war damals so. Es war damals auch so gewünscht, auch nahezu politisch gewünscht, dass man sich abgrenzt von dem psychiatrischen Hilfesystem, dass Drogenerkrankte überhaupt in die Behandlung kommen. Und da war das ein Teil im Drogenhilfesystem und eben dann wir auch in der Klinik, dass wir aktiv geduzt haben. Das ist heute alles wieder ganz anders, weil heute wirken du zu sagen zu einer Gruppe mit einem bestimmten Krankheitsbild so, als ob man diese Gruppe eben stigmatisiert. Und deshalb ist es heute in keiner Weise mehr sinnvoll. Andererseits ist es so, dass wenn man den Menschen durchweg 30 Jahre kennt, dann auch nicht so gerne mehr sagen möchte, na ja, dann ändern wir jetzt wieder das Du in ein Sie. Letztendlich ist es, denke ich, kann man auch mit Du und Sie und Du behandeln. Ja. Aber es ist ein kleiner historischer Abriss, den wir hier ja auch gleichzeitig über die letzten 30 Jahre bieten. Ja, und das ist ein Relikt. Wann spricht man denn überhaupt von Sucht? Was ist eine Abhängigkeit? Und wann ist es noch so, ich konsumiere halt ab und zu? Ja, das besonders Schwierige in diesem Zusammenhang ist eben, dass es die Übergänge, die sind ja sehr schleichend und hängen auch von der Substanz ab, die man konsumiert oder auch von dem Verhalten, was man hat. Da komme ich schon zu dem ersten. Man kann von Substanzen abhängig werden. Das sind dann sogenannte stoffgebundene Süchte. Man kann aber auch von Verhalten abhängig werden, also Computersucht, Pornosucht, man kann von Anorexie genauso
abhängig werden, wie von Adipositas. Also das ist das eine. Und zum anderen, deshalb gibt es auch in Zukunft nicht mehr die Diagnose Missbrauch und Abhängigkeit, sondern das wird sozusagen aufgeweicht und das heißt dann Substanzkonsumstörungen, die dann bestimmte Schweregrade haben, um genau dieses abzubilden. Das ist das eine. Und ja, dann fragt man sich, ja, was ist denn eigentlich denn nun Sucht oder Abhängigkeit? Und letztendlich ist es in Bezug auf stoffgebundene Süchte, dass man eben Drogen, so nennt man dann eben ja Substanzen, die das Gehirn aktiv verändern und zwar ins Positive verändern, denn sonst nimmt es niemand noch ein zweites Mal. Mhm. Und das ist ja auch den Wunsch, den man damit verknüpft, das Gehirn verändern und zwar entweder chronisch durchgehend oder dann eben in bestimmten Wellen und Abständen man sich letztendlich intoxikiert. Und das ist dann eben der Beginn einer Suchterkrankung. Und bei den Substanzen hängt es dann eben davon ab, welche präferiere ich. Und da sehen dann einfach letztendlich die Entzüge, zumindest was das Körperliche angeht, sehr unterschiedlich aus. Letztendlich aber das, was das Gehirn angeht, das Wesentliche, das Neurobiologische, die kleine Erbse mitten in unserem Gehirn, ist eigentlich betroffen bei allen Abhängigkeiten gleich, auch bei den Verhaltensabhängigkeiten. Wir haben so einen Strang, der zieht sich mitten durch unser Gehirn, durch unser Emotions- und Motivationsgehirn von der kleinen Erbse, Nucleus accumbens, ausgegangen eben bis in die schwarze Substantia nigra rein, so ein Dopaminstrang. Und wenn der verändert wird, wenn wir den verändern, dann haben wir eine Suchterkrankung. Genau, das wäre meine Frage, was passiert genau im Gehirn? Wir müssen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber kann ich dann einfach, also was signalisiert mir mein Gehirn denn? Ich überlebe nicht, wenn ich das jetzt nicht konsumiere oder... Ich meine, Sie nicken gerade, Sie können es auch aus Ihrer Sicht erzählen. Wie war das für Sie? Bei mir ist also die Suchterkrankung definitiv so abgelaufen, dass ich immer, wenn ich den Entschluss gefasst habe, etwas zu konsumieren, nachdem ich also nicht nur Cannabis, sondern auch schon harte Drogen wie Heroin und Kokain genommen habe, ist es so gewesen, dass ich immer dann, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, auch gleichzeitig so einen Würgereiz hatte, so eine Bauchkrämpfe, und Glieder- und Knochenschmerzen. Und ich konnte auch nicht mehr stoppen. Also ich musste was konsumieren, damit ich dieses Gefühl loswerde. Und ist es dann auch so, dass Sie immer öfter konsumieren mussten? Also dass die Abstände sozusagen kürzer wurden? Richtig. Das kam auch dazu. Und es war dann auch nicht damit zu Ende, dass ich, wenn ich dann einmal was konsumiert hatte, dass das dann vorbei war, sondern nein, damit war dann wieder die Zeit des Rückfalls eingeläutet und dann gab es dann eben meistens so 5 bis 6 Tage am Stück, wo es dann wirklich richtig schlimm war, bis ich dann die Bremse gezogen habe. Und so kam das auch. Ich hatte das Glück, dass Frau Dr. Lüdecke und Herr Dr. Faure mir damals eingeräumt haben, dass ich immer, wenn ich rückfällig bin, bevor ich mich zugrunde richte, eben ins Krankenhaus kommen kann, um dort aufgefangen zu werden. Und im Laufe der Jahre sind so fast knapp 100 Aufenthalte zustande gekommen in meinen 40 Jahren, die ich konsumiert habe. Ne? Kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf zu sprechen. Mich würde nochmal interessieren, bleiben wir vielleicht tatsächlich bei den Substanzen. Haben Sie da so eine grobe Zahl, wie viele Menschen in Deutschland substanzabhängig sind? Da gibt es ja immer den DAS-Bericht oder so, der das da auch jedes Jahr dann wieder neu so herausgibt. Wir sind ja hier in Deutschland, ist unser größtes Problem Alkohol. Das ist ja auch eine Droge, die hier eben kulturell etabliert ist. Aber nichtsdestotrotz sind 1,6 Millionen Menschen alkoholabhängig. Und wir haben bis zu 8 Millionen mit Alkoholkonsum
Gebrauchsstörungen eben, die noch nicht die volle Abhängigkeit abbilden, aber eben auch schon Probleme eben machen im sozialen Bereich, im körperlichen Bereich und so weiter. Wir haben das große Problem mit Tabakkonsum. Ja, also da ein Drittel der Deutschen raucht immer noch. Wir haben es insofern besser, dass die jungen Leute, da geht es zurück, also die Tendenz, also bevor sie an zu rauchen fangen, da sind es weniger geworden, aber auch da ist eben das Problem, dass 130.000, 140.000 Menschen pro Jahr am Tabakkonsum sterben. Jeder Zweite, der an zu rauchen fängt, stirbt auch dran. Also das sind sozusagen die großen Massenprobleme und das, was Alkohol ausmacht, ist eben dieses besondere Schleichende. Also in der Regel fangen die Leute hier zur Konfirmation an zu trinken oder da geht, soll das ja fast ritualisiert auch so sein. Da wird man eingeführt und hier bei uns im Krankenhaus landen die Menschen, wenn sie dann so knapp um die 40 Jahre sind. Das heißt, so lange schleicht der Prozess sozusagen mit mehr und weniger Konsum dahin, bis es dann eben dazu kommt, dass die Menschen extrem krank geworden sind und es auch nicht mehr stoppen können. Die bei den Opiatabhängigen, das ist ja eine ganz kleine Gruppe im Grunde nur. Sagen Sie immer kurz Opiate, was zählt da rein? Ja, da gehören Heroin dazu, aber auch Medikamente. Wir kennen jetzt die Opioidkrise aus Amerika. Im Grunde, da war es das Oxycodon, Tilidin. Und es ist so, dass wir auch da merken, im Moment Heroin wird in Afghanistan eigentlich produziert, der Schlafmond, seit 2022 nicht mehr. Und wir haben jetzt deshalb auch so einen Shift in der Drogenszene, dass wir immer mehr chemische, synthetische Opioide dann eben auch haben, mit denen wir dann wieder neu umgehen müssen. Deshalb gibt es und brauchen wir auch immer noch viel mehr Frühwarnsysteme, damit wir sehen, was für Drogen und wie verändert sich der Drogenmarkt. Weil natürlich sowohl die Patienten nicht damit umgehen können oder die Konsumenten, weil synthetische Opioide unter Umständen sehr viel stärker sind als das Heroin und wir uns eben auch darauf einstellen müssen. Gibt es denn da so eine grobe Zahl, was Opiatabhängigkeit angeht? Ja, also man weiß von 160.000, also im Vergleich zu den Millionen, ja wirklich eine eher geringe Zahl. Aber man denkt, so 300.000 könnten es in Deutschland dennoch sein, weil man ja auch, weil es handelt sich ja da um die sogenannten illegalen Drogen im Vergleich zu den eben legalen Drogen, so hat man da den Überblick auch etwas begrenzter. Und die Hälfte schaffen wir hier in Deutschland in die sogenannte Substitutionsbehandlung zu bringen, dass eben Opioide täglich oder später auch in anderen Abständen verabreicht werden. Und gibt es denn Menschen, die eher dazu neigen, süchtig zu werden? Oder ist das ein zur falschen Zeit am falschen Ort? Ich hatte die Gelegenheit. Gibt es da Prädispositionen? Mhm. Wer wird süchtig und wer nicht? Kann man das sagen? Ja, es ist ein völlig buntes Bild. Man kann wirklich zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Man kann ein mesolimbisches Belohnungssystem geerbt haben, wie es verschiedene Nasen gibt. Gibt es auch da einfach Unterschiede in der Ansprechbarkeit? Man weiß zum Beispiel beim Alkoholismus, dass 60% auch genetisch ist. Also wie sich ja auch bei dem Uwe Frei hier, mit dem wir hier reden, rausgestellt hat, ja, die Eltern, alles so. Und dann erzähltest du mir, ja, ich bin adoptiert, mein Vater war schwerer Alkoholiker, was du ja selber gar nicht wusstest, möglicherweise zu dem Zeitpunkt, als du also selber auch suchtkrank geworden bist. Also es gibt Menschen, die sind eben anfälliger. Es liegt an der Stresssensibilität, die wir haben. Also letztendlich ist Sucht auch eine Form der Stressverarbeitungsstörung. Viel Stress können eben manche Menschen besser ab als andere. Die Resilienz ist da sehr unterschiedlich. Das spielt eine große Rolle. Und es spielt eine große Rolle die psychischen Zusatzerkrankungen, wenn man das jetzt so nennen will. Also Menschen zum Beispiel,
mit ADHS haben eine größere Chance, suchtkrank zu werden, wenn sie nicht gleich vernünftig behandelt werden, eben auch, weil es einfach viel anstrengender ist, das Leben in so einer beständigen Hektik und Unruhe und Anspannung zu verbringen. Menschen, die bindungstraumatisiert sind, also gerade bei bei Menschen, die schwer drogenkrank werden, also je schwerer die Drogenerkrankung ist, je eher findet man psychische Störungen. Da sind es zum Beispiel Traumafolgestörungen, haben 2/3 aller Heroinabhängigen. Also so krass ist da die Zahl. Viele Menschen mit Depressionen und auch mit anderen schweren psychischen Störungen. Also von daher ist das Bild bunt, aber man weiß tendenziell, je schwerer die Suchterkrankung, je wahrscheinlicher ist auch eine weitere psychische Störung, die man dann auch bestenfalls mitbehandeln sollte. Bei meinen Eltern war das so, ich hatte ja praktisch Adoptiveltern und leibliche Eltern, habe mit 16 Jahren mich dann auch darum gekümmert, um rauszufinden, wer meine leiblichen Eltern sind. Das war dann so, dass ich rausgefunden habe, meine Eltern sind Menschen, die ich schon mein Leben lang kenne, die in derselben Stadt wohnen und ich die auch schon in der Schule, die Geschwister kennengelernt habe. Okay. Das war schon ein kleiner Schock für mich. Aber ich muss sagen, sowohl mein Adoptivvater als auch mein leiblicher Vater haben Alkoholprobleme gehabt. Und meine leibliche Mutter hatte auch, die hat auch schon mal gekifft. Ne? Und das weiß ich also alles heute. Mein Vater hat meine Adoptivmutter sozusagen, wenn er alkoholisiert war, verprügelt. Ja, sowas zum Beispiel. Und ich bin dann als kleiner Junge dazwischen gegangen und habe mir gewünscht, ich könnte ihn irgendwie hauen oder so. Ne? Und sowas, ich glaube, sowas gehört dazu. Das wären ja dann Bindungstraumatisierungen. Genau, genau. Ja. Kommen wir nochmal zu der Zeit, als bei Ihnen klar wurde, okay, das ist jetzt nicht mehr alle paar Wochen kiffen, wenn sich das ergibt, sondern das entwickelt sich gerade in eine sehr schlechte Richtung. Haben Sie das selber wahrgenommen und sind in die Klinik gegangen? Gab es da jemand im Umfeld? Wie lief das ab? Das war so, dass ich 1986 dann von der Bundeswehr schon weg war und hatte mal eine Abfindung bekommen und musste mich beruflich neu orientieren. Und da war ganz klar, ich musste jetzt mal einen Cut machen mit dem Ganzen. Denn sonst komme ich nicht weiter. Und da bin ich dann in die Klinik gegangen und da ist mir dann aufgefallen, wie süchtig ich bin. Also, dass das nicht so einfach mehr weggeht. Und das war schon erschreckend. Ne? Und dann am Anfang habe ich mir das auch nicht eingestehen wollen so richtig. Dann habe ich immer damit gespielt. Ne? Ach, einmal geht noch. Und eine Runde kann ich noch mal machen, denn ich bin ja auch ein Kerl wie ein Baum, ne? Und mich kann nichts umhauen. Es war schon so, dass ich wirklich so viel Kokain konsumiert habe und Heroin, dass ich einfach auch das finanziell gar nicht mehr, ich bin straffällig geworden. Ich habe fast am Tag fast 1000 D-Mark gebraucht, um da überhaupt meine Sucht zu finanzieren. Und das schafft man nicht einfach so. Da muss man straffällig Und das war gar nicht mehr schön. Und deswegen habe ich da einen Cut gemacht und bin dann in die Entgiftung gegangen. Und wie läuft das ab? Das läuft so ab, Sie kommen da an und sagen halt, dass Sie ein Suchtproblem haben. Und dann werden Sie untersucht und man setzt Sie dann eben in eine geschlossene Abteilung. Und dort werden Sie mit dem ein oder anderen Medikament behandelt, was aber damals einfach noch gar nicht ausgereift war, weil keiner wusste, wie stark die sein müssen und was muss eigentlich passieren, damit der Mann irgendwie oder die Frau dort das überhaupt aushält. Denn das ist ja eine körperliche Abhängigkeit. Die psychische gibt es dazu. Das ist ein Gesamtpaket, ne? Und das alles war damals in den Kinderschuhen. Können Sie mir das einmal aus medizinischer Sicht erklären, wie es damals war? Wie lief damals ein Entzug ab?
Es gab ja damals noch den Kaltenentzug und eben mit dem Aufbau der niedrigschwelligen Drogenentzugsstation den sogenannten warmen Entzug. Kalt bedeutete ohne Opioide, vielleicht etwas gegen die Durchfallerkrankung, vielleicht etwas gegen das Erbrechen, was ja im Opiatentzug unter anderem zu erwarten war, der sogenannte Cold Turkey, wo man dann also diese Gänsehaut, Schwitzen, Frieren, starke Unruhe, Reizbarkeit, man kann irgendwie die Fliege an der Wand nicht mehr ertragen. Das Zeitempfinden verändert sich, das kennt man ja auch, wenn man Zahnschmerzen hat, dann ist die Sekunde oder eben auch länger als die, wo es einem eben gut geht. Ja. Und in der Situation war der kalte Entzug dann eben beschützt durchhalten. Ja? Und, dann, also das heißt, ich kann mir das wirklich so vorstellen, dass das so war, hier, du bist jetzt in dem Raum, es gibt gar nichts und wir überlassen dich jetzt dir selbst. Genau. Und das war damals noch Wachsaal. Ja, richtig. Und das war richtig, richtig hart. Da haben dann 10 Betten nebeneinander mit nur einer spanischen Wand gestanden. Der Raum war abgeschlossen. Es gab einen Raucherraum und einen Fernsehraum. Es wurde Essen und Trinken gestellt und sie konnten auch jeden Tag mal in die frische Luft gehen. Aber alles andere nicht. Und es war immer ein eingeschlossener Bereich. Und da waren halt auch psychisch Kranke, andererseits psychisch kranke Leute. Das war schon sehr schwierig, ne? Also ich, vor allen Dingen, wenn dann die Zeit kommt, wo man dieses Körperliche, und dann hat man sowas wie Beine wackeln, so wie Hospitalismus, wenn man so hin und her wackelt. Es ist schon körperlich sehr anstrengend. Spüren Sie das noch jetzt so körperlich, wenn Sie drüber reden? Nee. Okay. Nee. Also das im Sinne von, dass Sie so eine starke Erinnerung noch daran haben, dass ja, die, Sie sich da also sofort... ich weiß noch jede Sekunde. Ja. Also ich kann mich noch an den Tag erinnern, wo ich die erste Entgiftung gemacht habe, weil das war so schlimm. Ich hätte am liebsten mit den Fingernägeln den Kitt aus dem Fensterrahmen gekratzt, damit ich aus dem Raum rauskomme. Und du hättest dir gewünscht, dass das Kokain ist. Gib's zu. Genau. Denn viele haben in den Ecken gekratzt. Frau Lüdecke kennt mich sehr gut und sie weiß, also ich habe auch selbst hier in den Entgiftungszeiten da unten auf der Station 11.1, da gab es eben die Möglichkeit, auf den Balkon zu gehen. Und ich bin dann an der Dachrinne runtergeklettert, bin in die Stadt gelaufen und an der Dachrinne wieder hochgeklettert und habe mir Drogen organisiert. Nur um dieses Gefühl loszuwerden. Ne? Bis dann am 5. Tag, als ich das 5 Tage gemacht hatte, stand dann der Oberarzt unten und hat mich erwischt. Wie lange dauert denn so ein, also damals kalter Entzug, kann man das sagen? Ja, also die ich würde es jetzt genau mal umgekehrt von der anderen Seite her sagen. Die Somatik ist schon schlimm, aber das ist wie eine richtig schwere Grippe. Aber das ist dann auch nach 1-2 Wochen vorbei. Ja, das, was das Schwierige in der Behandlung ist oder viel schwierigere, ist eben die psychische Komponente, die eben mit diesem Suchtverlangen verbunden ist, dieses Craving. Und das wird im Grunde genommen, je besser es einem wieder geht, je mehr kommt, hat man dann wieder sozusagen, kennt man ja auch selbst, wenn man dann nicht mehr verkatert ist und 2 Wochen sind rum, denkt man, ach ja, jetzt könnte ich aber ein Glas Wein trinken. Genau. Und das ist eben in übersteigerter Form das, was die Menschen dann merken, sodass letztendlich, ja, also im kalten Entzug, denke ich, haben bestimmt 90% die Entgiftung abgebrochen und selbst im warmen Entzug, das bedeutet, man vergibt Opioide, Methadon, stellt die Patienten so ein, dass sie sagen, ja, mir geht es eigentlich so ganz gut und dann dosiert man es langsam herab. Das Problem ist, irgendwann kommt man immer mal dazu, dass es sozusagen wenig ist und zu wenig ist und dann setzt natürlich wieder das Gleiche in abgeschwächter Form ein, weshalb wir heute auch sagen, Substitutionsbehandlung ist bei Heroinabhängigkeit der Goldstandard und die Entgiftung, das macht man vielleicht ganz, ganz langsam ambulant, vielleicht, wenn man eine Anschlussbehandlung hat in einem ganz festen Setting mit einem Ziel hinterher, dann kann man das auch machen. Ansonsten erstmal Substitution. Für den Laien klingt Substitution nach, gibt dem Drogensüchtigen Drogen. Genau. Ganz so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Ja, also leider Gottes, genau so ist es. Man würde ja, also man hat das Ganze ja damals natürlich untersucht und man weiß,
evidenzbasiert, eine Substitutionsbehandlung senkt die Mortalitätsrate erheblich, denn die ist eben bei Menschen mit Heroinabhängigkeit durch die Atemdepression bei etwas zu viel Heroin sehr hoch. Man kann den Stoff ja auch nicht einschätzen, wie konzentriert ist es gerade und so. Also man lebt sehr, sehr gefährlich und viele Menschen sind entsprechend ja dann auch verstorben oder versterben daran, auch oft sehr früh. Und eigentlich bei einem Herzmedikament, wenn man plötzlich eins findet und man hat die Herzprobleme damit extrem viel besser im Griff, dann wird es einfach genommen und keiner nimmt mehr das, was lange nicht so gut hilft. Mhm. Mit Suchterkrankungen ist das anders, da geht es nicht um Behandlung und Pragmatismus, da geht es unglaublich viel um Ideologie. Und in Deutschland ist Abstinenz eben das, was ideologisch in den Köpfen von den Menschen existiert. Da geht es nicht darum, wie lebe ich möglichst gut, sondern es geht darum, die Patienten, die haben ihren Selbstwert an Milligramm von Methadon gebunden. Ja, also alle wollen ab irgendeinem Punkt möglichst schnell auch dann wieder aus dem Programm, weil sie sich selber so abgewertet fühlen und auch abgewertet werden. Und das ist eben dieser große Unterschied. Das Gute ist ja an einer Substitutionsbehandlung, dass sie, übrigens wurden wir früher selber auch als Dealer in Weiß dann ja auch entsprechend bezeichnet und man kommt ja dann auch in die gleiche Stigmatisierungsschublade rein. Genau, Opioide an sich sind nicht schädlich, das kann man sich nicht vorstellen, weil man denkt immer, durch die Spritzen dann, das sind alles durch die Illegalisierung von Heroin gibt es dann eben die Erkrankungen, die in dem Stoff drin sind, die es durch das Spritzen gibt, Hepatitis C, HIV-Erkrankungen, Abszesse. Dazu können wir sicherlich auch Uwe selbst mal befragen, was er alles mit durch hat. Es ist eigentlich ein Wunder, dass er es überlebt hat, also ehrlicherweise ein großes Wunder. Ja. Und was aber nicht durch die Drogen oder durch Opioide selbst kommt. Und deshalb kann man eben Substitutionsbehandlungen durchführen und außer im Grunde genommen Nebenwirkungen wie Obstipation, starke Schwitzen oder irgendwie so in der Art, kann man das letztendlich lebenslang fortführen. Sie haben eben genickt. Also ich glaube, ich war einer der ganz Schlimmen, was das angeht. Und ich habe mich selbst ruiniert. Das ist unglaublich. Wenn man sich ich habe halt so lange an mir rumgespritzt, bis ich wieder Abszesse hatte. Und ich hatte 1992 einmal eine bakterielle Sepsis. Da habe ich die Wirbelsäule befallen gehabt. Da musste ich 7 Monate im Gipsbett liegen. Da habe ich hier im Asklepios 7 Monate auf der Station gelegen. Da musste ich gepflegt werden. Mhm. Ich durfte das Bett nicht verlassen. Ne? Und das war nicht klar, ob das jemals wieder heile wird. Und das habe ich geschafft. Und dann danach war ich 5 Jahre dann suchtmittelfrei und bin dann wieder rückfällig geworden. Und dann kamen wieder diese ganz schlimmen Zeiten, kamen andere Substanzen dazu. Das war also alles sehr schlimm. Und ich habe dann 16 Herz-OPs gehabt durch eine bakterielle Sepsis. Und dann habe ich die Wirbelsäule operiert bekommen. Da haben sie mir jetzt 2016 die Wirbelsäule operiert, haben mir die versteift im LWS-Bereich. Und dann durch diese Herz-OPs habe ich, bei einer Herz-OP ist dann eine Entzündung entstanden. Dann wurde ein Wack eingebaut hier unten und dann haben sie mir das Brustbein entfernt danach. Das war also alles ganz schlimm. Ich habe COPD bekommen. Also das trotz ist schon all dieser Sachen. Ja. Warum immer weiter und immer. Tja, ich bin sogar mit dieser nachdem die jetzt Herz-OP war, bin ich aus dem Krankenhaus abgehauen mit dieser ganzen Maschinerie und Rollator und habe mir Drogen besorgt. Das ist so krass. Also diese Vorstellung, ne? Man kann sich selbst, wenn man das selbst diese Krankheit nicht hat, nicht abhängig ist, null vorstellen. Ich habe eben gerade zu Frau Dr. Lüke gesagt, das ist so unglaublich, dass ich eigentlich, dass diese Entscheidung, dass ich heute jetzt mir das überhaupt nicht mehr vorstellen kann, jemals wieder Drogen zu nehmen. Dass das irgendwie so klar ist bei mir, dass ich da auch überhaupt gar keinen
gar keine Gefahr mehr habe. So, ne? Das ist so leicht eigentlich, ist, sich zu entscheiden. Tja, ne? Wodurch denn irgendwann? Weil Sie sagten auch im Vorgespräch, Sie hatten irgendwie 60 Entzüge. Also genau, wie hat es letztlich geklappt? Geklappt hat es letztendlich, dass meine Frau, die ja nun eben seit 40 Jahren eben schon zu mir hält, dass die auch gesagt hat, jetzt ist Schluss. Also jetzt, die hat ein ganz klares Signal gestellt, du gehst jetzt ins Gefängnis, weil es war klar, ich muss ins Gefängnis, weil ich diese neue Substanz, die es eben in Göttingen gab, das nennt sich Flex, das habe ich von Holland mir schicken lassen, übers Internet, und das habe ich dann für mich genommen und habe das konsumiert, und das ist aufgeflogen, und dadurch habe ich eine Gerichtsverhandlung bekommen und habe 4 Jahre dafür bekommen. Und da musste ich mich stellen im Knast. Ne? Mhm. Und das habe ich dann getan 2021 und musste dann 2,5 Jahre absitzen. Mhm. Und in dieser Zeit habe ich das dann alles, also am ersten Tag im Gefängnis habe ich entschieden, das ist vorbei. Und ich werde jetzt clean und das ist jetzt einfach mal gut. Und das hat sich auch bis heute so gehalten. Das heißt, Sie haben erst dort mit der Substitution angefangen? Nein, ich bin einer der ersten Substitutionspatienten von Niedersachsen. Mhm. Ich habe damals bei Professor Poser, der in der Universitätsklinik Göttingen gearbeitet hat, in der Psychiatrie, der hat eine Methadonstudie gemacht mit 25 Patienten. Und dort war das gang und gäbe, dass man sich jeden Tag treffen musste, um 9 Uhr morgens bei dieser Klinik und dort alle zusammen das einnehmen. Und dann gab es dort aber auch immer wieder Probleme miteinander, weil alle dort, die sich getroffen haben, haben auch andere Drogen weitergenommen und ich wollte das nicht. Und ich habe dann darum gebeten, dass ich irgendwo anders das einnehmen kann. Und dann ist der Kontakt zum Asklepios entstanden. Da habe ich dann Dr. Faure kennengelernt und der hat mich dann hier auf der Station 5.1 substituiert als einzigsten. Ich war der erste Patient hier. Und der hat mich dann praktisch übernommen, als Amtshilfe ersuchen war das, von Herrn Professor Pose an Dr. Faure. Und so kam auch Frau Dr. Lüdig ins Spiel, die hat ja damals dann auch auf der 5.1 gearbeitet und so haben wir uns kennengelernt. Und das ist jetzt mittlerweile für fast 35 Jahre her. Mhm. Und das war halt für mich ein ganz, ganz großer Vorteil, dass ich als Einziger hierher kam, um hier einzunehmen, da habe ich dann praktisch auch die Möglichkeit gehabt, meinen Job weiterzumachen. Und über die Jahre hin bin ich dann hier immer wieder gut behandelt worden. Und, aber sag mal, warst du durchgängig substituiert oder hast du immer wieder aufgehört? Ich habe immer wieder mal auch aufgehört. Ich bin nicht durchgängig substituiert gewesen. Ja, okay. Ich habe viele Sachen gemacht. Ich habe einmal Methadon, Temgesic, Fentanyl, ich habe alles durch. Genau, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Wie kann es sein, dass ich in der Substitution bin und trotzdem mein Gehirn offenbar nicht das kriegt, was es braucht und ich immer noch mal weiter losgehe und mir illegal was besorge? Also es hilft sozusagen als eine Form der Basisversorgung. Man hat also erstmal diesen Opioid-Hunger nicht, aber das Belohnungssystem ist einfach gewohnt, immer ein bisschen mehr Dopamin zu kriegen und sozusagen dann immer diese Kicks, die damit verbunden sind, ja, dieses euphorische Gefühl, dieses Glücksgefühl, und das bleibt nach einer Weile Methadon eben aus. Soll es auch, weil das ist eben das, man soll im Grunde genommen so eine gleichmäßige Versorgung mit Opioiden haben und so langsam aber sicher die Kicks und so etwas dann eben nicht mehr in Gänsefüßchen zu brauchen. Das klappt bei einem Teil der Patienten, bei einem anderen Teil kann es aber sein, oder er hat vorher auch schon polytoxikomanen Gebrauch gehabt, dass dann eben Kokain oder andere Drogen dann dazu oder hinzugenommen werden, um dieses Kickgefühl wieder zu haben. Heutzutage würde man dich in ein Diamorphin-Programm nehmen, weil man mit der Substitution weiß man eben jetzt auch nicht alle erreicht. Es gibt so hartnäckige Fälle,
wo das Belohnungssystem einfach dann damit einfach weiter etwas braucht, ja, und da muss es eben her. Und da würde man das heute dann phasenweise oder kombiniert mit einem Diamorphin-Programm machen, aber auch da sind wir in Deutschland jetzt noch nicht so weit. Ja, es gibt es in bestimmten großen Städten, aber flächendeckend haben wir das nicht. Und für diese schwersterkrankten Menschen bräuchten wir das. Und dann wäre dein Leben auch nicht so knapp am Tode vorbei gelaufen, da bin ich mir sicher. Weil das anders wirkt. Ja, Heroin gibt eben diesen Anfangskick. Ne, also das setzt sich dann sozusagen zusammen aus zwei Phasen. Einmal dieses ganz euphorische Gefühl zu Beginn und dann eben so dieses im Weiteren, dass man eben so ein bisschen abgeschirmt ist von allen Stressoren dieser Welt. Und dieses Diamorphin leistet das. Und das Diamorphin ist Heroin. Und was bei mir ganz entscheidend noch zu sagen ist, ich war ja Kokain- und Heroinabhängig. Das heißt, ich habe Cocktails gespritzt. Mhm. Dazu muss man noch sagen, dass diese Spritzengeschichte, also sich was injizieren, ist auch eine Sucht. Mhm. Das heißt also, ich war ganz, ganz, ganz dolle hinter dem Kick her, mir die Spritze da reinzustecken, diesen Akt sozusagen. Diesen Akt der Injektion und dieses Gefühl, wenn das Kokain mit dem Heroin zusammen da reinläuft. Und dieser damit verbundene Kick, der dann eben dieses Glücksgefühl auslöst, was man beschreiben kann, wie als wenn ich habe immer damals erzählt, Sie müssen sich das so vorstellen, man steckt sich eine Silvesterrakete in den Hintern, die zündet man an und dann explodiert sie im Kopf. Stelle ich persönlich mir jetzt nicht so schön vor, aber okay. Ja. Und Sie sind aber jetzt schon so lange in der Substitution und offenbar seit ein paar Jahren auch erfolgreich. Ich vermute, man ist dann sein Leben lang darauf angewiesen, oder? Ja, also ich habe mich da auch jetzt zu entschieden. Ne? Ich hatte im Gefängnis dann 8 Wochen gar nichts konsumiert. Ich habe also 8 Wochen schon Methadon komplett raus. Ne? Und das hat dann nach 8 Wochen so derartig wehgetan und so schlimm. Dieser Entzug war so schlimm. Das ist also, dieses Methadon hängt einem ja auch in den Körper. Ne? Also das dauert lange. Und ich habe mich entschieden, ich habe gesagt, jetzt ist Schluss. Ich nehme jetzt einfach eine ganz geringe Dosis, die mir ausreicht, und das sind jetzt bei mir 2 Milliliter. Ich habe früher 30 Milliliter, davon kann ein Elefant umfallen. Aber das ist in Tablettenform? Das ist eine Tablette, die ich jetzt bekomme, aber es gibt es halt auch in Flüssigkeit. Ne? Okay. Und das ist egal, ob eine Flüssigkeit oder eine Tablette, das ist immer nur die Milligrammzahl oder die Anzahl der, die Dosierung ist es. Ne? Und bei mir, die kleinste Dosis reicht aus, um dieses ständige Gefühl zu haben. Ne? Mhm. Und ich merke das nicht. Ich habe nicht jetzt einen Kick oder ich habe jetzt auch nicht irgendwie. Es ist einfach, ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Das Belohnungssystem ist ganz locker beruhigt. Ja, genau. Ich bin immer auf so einer. Merken tue ich es oft, wenn meine Frau sagt, mir ist so kalt, mir ist so kalt. Dann sage ich immer, ach, bist du gar nicht kalt. Geht doch. Ja. Genau, also das heißt, kann man als Suchtpatient, Patientin jemals in Anführungszeichen geheilt sein? Oder ist man sein Leben lang? Also ich sag mal, es ist eigentlich so wie mit einer Rheumaerkrankung, vergleiche ich das gerne. Manche haben einen akuten Schub, ja, also irgendwie eine schwere Opiaterkrankung, entziehen einmal und irgendwie schaffen ihr Leben dann, aus welchen Gründen auch immer, anders zu leben. Mhm. Andere haben eben immer wieder Schübe, zwischendrin geht es ganz gut, und bei anderen ist es eben so, die haben Schübe und zwischendrin wird es immer schlechter, und bei anderen geht es eben gleich von Beginn an sehr, sehr schlecht. Das ist sehr verschieden, aber letztendlich sind Suchterkrankungen grundsätzlich als chronische Erkrankungen zu bezeichnen, würde man ja bei einer Rheumaerkrankung eben auch machen oder wie bei dem Diabetes, damit vergleiche ich das auch immer so ganz gerne. Und ich fand ganz gut, was ich noch sagen wollte, wie du das beschrieben hast mit der Spritze. Es gibt, wie gesagt, das ist dann
wie kriegt man das dann wieder auseinander? Ne? Das ist also, ich kenne Patienten, die stehen nachts auf und spritzen sich Wasser und haben dann eben diesen kleinen Mini-Dopamin-Kick letztendlich durch diese Handlung, die ja eigentlich gar nichts mehr bewirkt, weil der Suchtstoff ja fehlt. Und die Kombination zwischen einem Suchtstoff, der von der Substanz her sozusagen im mesolimbischen System so verändernd wirkt und zusätzlich der Handlung, die dann damit verbunden ist und man die selektive Wahrnehmung in der Umwelt dann ja auch Menschen mit Suchterkrankungen sehen, Menschen sehen Suchtstoffe, da sehe ich überhaupt nichts. Die macht natürlich, die Welt ist einfach völlig verändert und es macht einem einfach, es ist ein Spießrutenlauf letztendlich, den man eben immer wieder hat. Ja. Ja, und ich finde auch, es ist ein Gottesgeschenk, diese Substitution für Opiate. Also für Kokain gibt es keine Substitution. Das ist nicht möglich und für andere Substanzen kenne ich das auch nicht, außer eben vielleicht für Alkohol, das Antabus, dass man da Blocker anbaut. Das gibt es ja für Opiate auch, aber das muss ich als Gottesgeschenk sagen, weil durch eine vernünftige Substitutionsbehandlung man das wirklich schafft, diesen Opiatabhängigen echt auf so ein Level zu halten, dass er einfach arbeiten kann, dass er ganz normal leben kann. Das ist einfach möglich. Ne? Und das wäre sonst nicht möglich, weil das ist einfach echt eine ganz harte Sucht. Und ich kann auch nur jedem davon abraten, das zu tun. Es ist ein wirklich einmal anfangen bedeutet, das Ding ist gegessen. Also da kommt man nicht mehr raus. Also nur mit dieser Substitution vielleicht. Ja, das ist jedenfalls, kann es. Es gibt Menschen, die nehmen einmal Heroin und sagen, das ist genau das, was mir in meinem ganzen Leben gefehlt hat. Ja. Genau dieses Gefühl. Dieses Gefühl, dass ich so sozusagen in der Welt zu sein, angenommen zu sein, mit zur Welt dazugehörig mich zu gefühlen. Also sozusagen vom tiefsten inneren Gefühl her. Und natürlich gerade bei den Menschen, die eben unter Umständen Bindungstraumatisierung und Ähnliches erlitten haben, kann man sich auch genauso vorstellen. Es ist eigentlich ein bisschen ein Schlüssel-Schloss-Prinzip an der Stelle. Ein gestorbener Freund von mir, der konnte nur mit seiner Frau schlafen, wenn er Heroin genommen hat. Das war völlig irre. Der hatte irgendwie, er war als Mann nicht mehr kräftig genug. Ich möchte gerne ein ganz kurzes Assoziationsspiel mit Ihnen spielen. Ich nenne drei Begriffe und Sie hauen raus, was auch immer Ihnen dazu einfällt. Partydroge. Ecstasy. Stigmatisierung. Alle mögliche Sucht auf dieser Welt und ist ganz schrecklich und da müssen wir ganz viel tun. Prävention. Ganz wichtig. Gerade jetzt, wo wir Cannabis-Legalisierung haben, auf der anderen Seite auch die Prävention dazu zu haben, in die Schulen zu gehen, dass alle wissen, was man tut und was man lassen sollte. Aber Prävention reicht auch nicht. Wir brauchen es als einen Teil. Wir brauchen Behandlung, wir brauchen Prävention und alles zusammen, ja. Inwieweit spielen denn Prävention und Stigmatisierung zusammen? Weil ich erinnere mich, dass Sie im Vorgespräch meinten, dass die Stigmatisierung, also für mein Empfinden hat man das bei allen psychischen Erkrankungen, aber dass Stigmatisierung auch von Psychiatrieseite ausgehen kann, wenn es um Suchterkrankungen geht. Ja, so ist es. Warum ist das so? Also, warum nehmen Sie das so wahr? Also psychische Erkrankungen sind in der Gesellschaft stigmatisiert, das denke ich schon. Da gibt es, glaube ich, auch keinen Zweifel. Also man lässt sich ja, die Patienten lassen sich vom Allgemeinmediziner die AU schreiben und nicht von uns, weil man dann eben sieht, dass sie eine psychische Erkrankung haben. Und innerhalb der Psychiatrie ist es nochmal so, dass die Suchterkrankungen die sind, die da sozusagen das Schlusslicht bilden. Warum ist das so? Weil, jetzt noch mal ganz von vorne wieder angefangen, man davon ausgeht, dass
Suchterkrankte willentlich ihren Zustand ändern können, dass Suchterkrankte charakterschwach sind und dass es überhaupt die Frage ist, ob es eine Erkrankung ist. Ja. Und deshalb sehen wir da diese starke Diskriminierung. Einerseits gibt es Drogen und Alkohol an jeder Ecke und man ist auch angesagt, wenn man gut und viel vertragen kann. Mhm. Und es ist ja auch schwierig zu sagen, oh nein, ich trinke nichts. Dann wird man ja gefragt, warum? Mhm. Auf der anderen Seite, weil eben der Konsum da an dieser Stelle ja auch so gewünscht ist, muss man sich abgrenzen von denen, die es nicht schaffen. Mhm. Sehe ich auch so. Ja, und ich finde auch bei dieser Stigmatisierung ist es ganz schlimm, dass die Menschheit selber, also Menschen untereinander sind dann auch sehr hart. Also wenn ich mir überlege, mein Freundeskreis, der hat eher Probleme damit, mir einzuräumen, dass ich tatsächlich clean bin. Ne? Mhm. Also die sehen das immer noch so, ne, dass ich ganz gefährlich rückfällig werde irgendwann. Mhm. Ne? Die haben mich in so eine Schublade reingetan. Der ist halt sein Leben lang abhängig gewesen, der wird es auch immer sein. Das wird also jetzt so eine Phase sein, wo er jetzt wieder nicht mehr konsumiert, aber irgendwann konsumiert er wieder. Ne? Aber da bin ich aber raus. Da würde ich auch sagen, ein ganz wichtiger Punkt, wie kommt überhaupt Stigmatisierung zustande? Wenn man sich überlegt, dass mit bestimmten Süchten, nämlich mit den illegalen Süchten, verbunden ist, dass man sozusagen sich außerhalb des Gesetzes bewegt, damit dann ja auch in die Schiene kommen muss, weil man die Inhaftierungen dann eben entsprechend hat, die Strafverfahren hat wegen eben Betäubungsmittelbesitz und so weiter und dann dadurch auch an den Rand der Gesellschaft rutscht aufgrund einer Erkrankung, wo man muss ja sagen, welche Drogen illegal und legal sind, sind ja Festlegungen, die die Gesellschaft mal getroffen hat. Mhm. Und es liegt nicht unbedingt daran, wie schwerwiegend gesundheitsschädlich die Drogen und Suchtmittel jeweils sind. Mhm. Denn es gibt da also eine Untersuchung, die mittlerweile auch sehr bekannt ist, von David Nutt, der Psychopharmakologe ist und an erster Stelle, was die somatische und auch die soziale Gefährlichkeit angeht, ist Alkohol. Hm. Was kann ich denn tun, wenn ich mitbekomme, jemand in meinem Umfeld entwickelt gerade möglicherweise mit welcher Substanz auch immer eine Abhängigkeit? Wichtig ist ja, also Aufklärung, Gespräch suchen, aber eben nicht. Also man muss wirklich offen an dieses Gespräch herangehen. Und ist es was anderes, ob ich mit Jugendlichen in der Pubertät mich auseinandersetze oder ob es Menschen sind, die einfach älter sind und wo ich so bemerke. Denn letztendlich kann ja nur jeder selbst und muss auch jeder selbst entscheiden, ob er an seinem Lebensstil etwas ändern möchte oder nicht. Die meisten Menschen befinden sich in einer Ambivalenz. Also es gibt selten Menschen, die sagen, und wenn, dann ist es im Rahmen fast einer Suizidalität oder einer Destruktion, der sagt, ja, ich will einfach weiter trinken und egal, wie es mir geht und was ich verliere. Auf der einen Seite, vom Verstand her sozusagen, möchte man ja alles das erreichen und behalten, die Partnerschaft erhalten und den Beruf nicht verlieren und gesund sein und sich gesund ernähren und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite ist eben dieses Bauchgefühl, das Emotionale, man nimmt, weil man erinnert eben vom Gehirn her den ersten Schluck Wein, wie es einem dann geht, wenn der runtergeht. Mhm. Aber man erinnert nur ganz bewusst kühl und kalt, wie geht es einem, wenn man nach 5 Gläsern Wein, wie war es dann am nächsten Morgen? Und das ist das Problem, oder was uns unser Gehirn im Grunde genommen noch evolutionär mitgegeben hat, dass wir als erstes das Kurzfristige unbewusst in den limbischen Strukturen gespeichert haben. Mhm. Und wenn das positiv war, dann müssen wir immer da in irgendeiner Form sozusagen aktiv dagegen halten. Und es macht immer Sinn, wenn man die Menschen eben nicht
im Stich lässt, sich nicht abwendet. Denn im Grunde genommen ist es ja immer wichtig, man braucht ja auch als Mensch, der Drogen konsumiert oder Substanzen, Alkohol, egal, auch auf der anderen Seite etwas, das das aufhebt, wo man sagt, gut, für dieses, für jenes tue ich es. Wenn es auch lange dauert. Ich denke, genau. Uwe, wenn du deine Frau nicht gehabt hättest, die zu dir gehalten hätte, auf der anderen Seite, dann hättest du wahrscheinlich gesagt, irgendwann ist jetzt auch egal, dann sterbe ich eben dran. Ja. Also das sind wichtige Komponenten und fachliche Hilfe eben zu suchen. Mhm. Ne? Obwohl es ein Stück stigmatisiert ist. Man würde eben eher wegen einer Halsentzündung zum HNO-Arzt gehen, als in Bezug auf eine Konsumstörung, die vielleicht entgleitet, schon gleich am Anfang sich professionelle Hilfe suchen. Das ist das große Problem, dass da drehen wir uns eben im Kreis. Hätten wir da eben nicht diese stigmatisierende Haltung, würden wir damit ja auch gleich von Beginn an anders umgehen. Was ich sagen muss zu meiner Frau, sie war die ganzen Jahre immer, wir hatten immer getrennte Wohnungen. Wir sind nicht verheiratet. Wir haben also eine Beziehung seit 45 Jahren. Und ich habe immer meinen eigenen Bereich gehabt, solange ich Drogen genommen habe, war also ich nicht dort, wo sie war. Mhm. Das heißt, immer wenn ich mit ihr zusammen war, war Drogen nehmen einfach nicht möglich. Das heißt, die ganzen Jahre war immer dieser Teil, ein Teil von mir war immer in einem sozialen Umfeld ohne Drogen. Mhm. Was ganz sicher war, ein sicherer Hafen, wo ich immer hin konnte. Wenn ich trotzdem keine Drogen genommen habe. Und trotzdem wusste Ihre Frau Bescheid. Wie hat die das ausgehalten? Das weiß ich nicht. Sie hat, ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat. Sie hat irre viel gekämpft. Sie hat auch, war wirklich verzweifelt und hat einen MS-Schub bekommen einmal. Mhm. Also die ist auch, die hat auch sehr gelitten, hat einen Herzinfarkt gehabt. Und oft mache ich mir Vorwürfe. Ne? Aber sie sagt immer, brauchst du nicht, ist alles in Ordnung. Sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Was wäre ohne Ihre Frau gewesen? Wäre ich tot. Ganz sicher. Auch weil viele andere oder eigentlich alle andere offenbar sich abgewendet haben? Erstens das und zweitens, weil ich ja gar nichts gehabt hätte. Dann hätte ich ja nicht einmal aufgehört. Dann hätte ich ja gar kein Interesse mehr gehabt irgendwie. Dann hätte ich wahrscheinlich einfach so weitergemacht und wäre irgendwo im Dreck liegen geblieben. Und, was meinen Sie, wie ich hier manchmal aufgeschlagen bin? Ich hatte die Finger. Ich bin, wenn ich mir so eine Injektion Heroin, Kokain gemacht hatte, dann ist das so ein starker Turn, dass ich manchmal völlig verwirrt in der Erde rumgewühlt habe mit meinen Händen und die Erde umgedreht habe und gesucht habe, ob ich noch was verloren habe. Ja, also das ist furchtbar. Ich habe manchmal tagelang Blut überströmt, weil die Injektionen nicht funktioniert haben, hat es geblutet, dann war die Hose voll geblutet. Ich habe ausgesehen wie ein Heckenpenner. Ne? Und das würde ich mir heute nie wieder geben. Großen Respekt auf jeden Fall, dass Sie es offenbar jetzt schon mal ein paar Jährchen durchgehalten haben. Viel Erfolg, dass das weiterhin so läuft. Danke sehr. Riesen Respekt auch an Ihre Frau, obwohl ich sie jetzt noch nicht kenne. Aber ja. Meine Abschlussfrage ging ja nochmal an Sie. Wie verabschieden Sie sich von PatientInnen? Gibt es da irgendwie so einen Satz, den Sie immer sagen, ein Ritual, ist das ein, ja, was auch immer. Wie verabschieden Sie sich? Also, schwere Frage. Wichtig ist mir, ich verabschiede mich immer so, dass jeder immer wiederkommen kann. Ja, das versuche ich jedem Patienten so anzupassen, aber keiner muss, weil er irgendetwas nicht geschafft hat oder weil er sozusagen bestimmte Voraussetzungen wir besprochen haben und er konnte es dann nicht einhalten, dann sage ich immer dazu. Und wenn es nicht so klappt, macht nichts, kommen Sie jederzeit wieder. Ich kann dazu auch was sagen. Und zwar ist es so, dass ich mein ganzes Leben lang, solange ich Frau Dr. Lüdig und Herrn Dr. Faure kenne, sie nicht ein einziges Mal anlügen musste. Ich konnte also immer, und das war auch das war das Tolle daran, dass ich eben immer kommen konnte und konnte sagen, das und das habe ich getan, die und die Straftat habe ich begangen, jetzt brauche ich Hilfe, bitte, könnt ihr mir helfen?
Und das hat auch immer geklappt. Das heißt, Sie verabschieden sich offenbar regelmäßig mit Auf Wiedersehen. Ja. Ich verabschiede mich mit ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war sehr spannend. Danke. Danke sehr. Wow, eine beeindruckende Geschichte, die im besten Fall bei euch dazu führt, dass ihr gar nicht erst mit so einem Quatsch anfangt. Auf jeden Fall aber wisst, dass es Hilfe gibt für Menschen, die aus der Sucht raus wollen. Das war's schon wieder mit Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, meldet euch gerne über die Social-Media-Kanäle der Asklepios-Kliniken.